Hallo Elektronikfreunde, dies ist das erste von vier Videos von mir zum Thema Operationsverstärker. Neben den theoretischen Grundlagen und einigen Grundschaltungen werde ich in jedem Video auch Beispiele hier zum Nachbauen zeigen. Das heißt, ich werde immer wieder mal hier dieses Steckbrett zeigen mit der Schaltung dann drauf, die ich besprochen habe, sodass man sieht, wie die funktioniert. Von der Aufteilung der Videos habe ich mir das so gedacht, dass ich hier im ersten Teil erstmal Allgemeines natürlich bringe und auch den unbeschalteten Operationsverstärker vorstelle. Im zweiten Teil wird es dann die Beschaltung mit einer Gegenkopplung geben. Im dritten Teil die Beschaltung mit einer Mitkopplung. Das sind also zwei bestimmte Kopplungsarten beim Operationsverstärker. Im vierten Teil geht es um Filter mit Operationsverstärkern und anderen Themen wie zum Beispiel das Verstärkungsbandbreiteprodukt und die Slew Rate. Alle Begriffe, die jetzt hier genannt sind, werde ich natürlich in den entsprechenden Videos ausführlich erklären und erläutern. Wenn man jetzt sich mit dem Operationsverstärker beschäftigt, könnte man zuerst sich fragen, na, wozu werden die eigentlich heute noch eingesetzt? Ich habe hier mal eine kleine Liste gemacht, wo da noch Einsatzgebiete heutzutage zu finden sind. Das ist vor allem in der Prozessmesstechnik, also dort, wo Sensoren zum Einsatz kommen, in der generellen Messtechnik natürlich. Bei Messverstärkern, also dort, wo analoge Werte, Signale, physikalische Größen, was auch immer, erfasst und weiterverarbeitet werden müssen. Mit Operationsverstärkern kann man natürlich Signale aufbereiten, man kann diese aber auch manipulieren und auch verschieben. Also hier zu diesem Punkt, da werde ich auch nochmal speziell ein Beispiel zeigen. Operationsverstärker kann man auch sehr gut für Filter verwenden, das heißt, wenn ich ein Signal habe, wo ich zum Beispiel verschiedene Frequenzen oder bestimmte Frequenzen rausfiltern will, dann kann man das relativ gut mit Operationsverstärkern realisieren. Hier ist noch ein anderer Punkt, Regler, also analoge Regler, kann man auch sehr gut mit Operationsverstärkern realisieren. Hier steht zwar eher veraltet, ja, es gibt natürlich auch digitale Regler. Auf das Thema Regler werde ich wahrscheinlich nicht so stark eingehen. Aber das kann man damit auch ganz gut machen. Früher war es so, dass eben Operationsverstärker ausschließlich dafür verwandt wurden, um Analogrechner aufzubauen, um wirklich mathematische Operationen durchführen zu können. Wenn man das jetzt hier alles so liest, dann könnte man sich ja fragen, na, warum nimmt man eigentlich keinen normalen Transistorverstärker dafür? Und da habe ich ebenfalls mal so eine kleine Liste gemacht. Da gibt es einige Punkte, die wirklich gut sind für einen Operationsverstärker. Also man braucht zum Beispiel gar keine Kenntnisse über den inneren Aufbau des Operationsverstärkers. Man muss nur wissen, wie er äußerlich beschaltet wird und wie das äußerlich funktioniert. Für den Operationsverstärker braucht man auch keine Arbeitspunkteinstellung vorzunehmen, wie beim Transistorverstärker. Und die Funktionsfestlegung beim Operationsverstärker wird nur durch wenig externe Bauteile verwendet. Im einfachsten Fall sind es eigentlich gar keine Bauteile, wenn man es so will. Und in manchen Fällen sind es eben ein paar Widerstände und auch ein Kondensator noch dazu. Dass die Funktionsfestlegung ist relativ einfach machbar. Der Operationsverstärker verstärkt Gleich- und Wechselspannung. Die Verstärkung ist auch einfach einstellbar. Die Verstärkung hat auch keine Spannungsabhängigkeit im Gegensatz zum Transistorverstärker. Die Temperaturabhängigkeit ist geringer, man braucht nur wenig Bauteile und es gibt auch für verschiedene Einsatzzwecke optimierte Operationsverstärker. Bevor ich auf die Funktionsweise eines OPVs mal eingehe, möchte ich mal ein paar reale Bauteile hier zeigen. Ich habe welche mitgebracht. Also hier zum Beispiel den L165, das ist ein Leistungsoperationsverstärker. Der kann, glaube ich, einen Ausgangsstrom von 1 Ampere liefern. Gibt es, glaube ich, zwar nicht mehr, es gibt einen Ersatztypen dafür, aber ist eben, wenn man eine höhere Leistung braucht am Ausgang, kann man sowas verwenden. Dann habe ich hier so einen Universal-Operationsverstärker LM324 und dieses IC hat hier vier OPVs in diesem Gehäuse drin, also ist ein Vierfach-OPV. Hier habe ich den universellen 1458 oder LM358. Das ist ein Dual-Operationsverstärker, das heißt, hier sind zwei Operationsverstärker drin. Und hier habe ich noch ein SMD-Bauteil, das ist hier irgendwie ein LMC6484, das ist ein Operationsverstärker, der hat einen besonders kleinen Eingangsstrom. Doch nun zurück zur Funktionsweise. Bevor ich die erläutere, fällt erstmal auf, dass der Operationsverstärker hier zwei Eingänge hat. Also einmal das mit dem plus gekennzeichneten Eingang und einmal den mit dem minus gekennzeichneten Eingang und natürlich einen Ausgang.
Es gibt übrigens noch ein anderes Symbol, das ist dieses Rechteckige, was ich persönlich nicht verwende. Das nur zur Info. Das ist so eine DIN-Norm, die man sehr stark verwechseln kann mit Logikgattern und deswegen verwende ich das hier nicht. Also ich verwende auch dieses normale Dreieck, was auch gängig ist. Also der Operationsverstärker hat zwei Eingänge und nicht nur einen Eingang. Und die Frage ist, wie funktioniert das Ganze jetzt hier? Es gibt dazu eine Gleichung und zwar ist es so, dass der Operationsverstärker die Spannung, die hier an dem Eingang anliegt, die mit Plus gekennzeichnet ist, von der Spannung, die mit Minus gekennzeichnet ist, abzieht und mit einem Verstärkungsfaktor verstärkt. Hier oben ist mal die Gleichung zu sehen, also UA ist gleich U plus minus U minus mal V0. Und dieses V0 ist dieser Gleichspannungsverstärkungsfaktor und der ist in der Regel größer als 100.000. Der OPV verstärkt also eine Differenzspannung und diese Differenzspannung, die nenne ich einfach mal hier UD mal V0 und diese UD, die ist also hier UD. Ja, also UD mal diesen Verstärkungsfaktor ist UA. Die Eingänge werden hier benannt und zwar ist das hier der nicht invertierende Eingang. Invertierender Eingang. So. Und das ist hier der invertierende Eingang. Das ist also der Begriff genau für diese beiden Eingänge. Der OPV wird in vielen Fällen mit einer sogenannten bipolaren Spannungsversorgung versorgt. Das heißt, man hat bezogen auf Ground hier ein, sage ich mal, Plus U und hier ein Minus U. Und das kann natürlich jetzt sein, dass es hier meinetwegen Plus 9 Volt sind und hier eben minus 9 Volt oder eben plus minus 15 Volt oder plus minus 12 Volt. Das sieht man auch sehr oft, dass eben hier so eine bipolare Spannungsversorgung verwendet wird. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Es gibt oft viele Schaltungen, die nur eine positive Spannungsversorgung verwenden. Da ist dann der andere Spannungsanschluss auf Ground. Aber oftmals sieht man eben diese bipolare Spannungsversorgung von plus minus x Volt, sage ich mal. Wenn man jetzt hier diese Gleichung sieht, dann kann man dazu gleich schon mal eine Kennlinie zeichnen, nämlich die Abhängigkeit der Ausgangsspannung von der Differenzspannung. Ich habe das hier auch schon mal vorbereitet. Also hier wäre jetzt UD und hier wäre UA. Und die Differenz wird ja verstärkt mit einem Faktor 100.000 und dann bekommt man UA. Und nehmen wir mal an, ich habe eine Differenzspannung von einem Volt. Also das erste Beispiel wäre mal ein Millivolt. Sorry, ein Millivolt. Also UD ist gleich ein Millivolt. Dann wäre UA bei einem Verstärkungsfaktor von 100.000 wäre 100 Volt. Geht natürlich nicht, weil der Operationsverstärker wird ja hier mit plus minus 12 Volt oder so betrieben. Das heißt, bei einem Millivolt hängt er hier oben irgendwo beim Maximum. Also wenn die Differenz ein Millivolt ist bei V0 gleich 100.000, dann hängt er hier voll in der Begrenzung. Wenn ich jetzt 0,5 Millivolt habe, na, dann komme ich eben auf UA gleich 50 Volt. Also ich komme dann hier immer auf, ich sag mal 9 Volt plus 9 Volt. Hier auch. Ich hänge also immer noch hier oben. Und so geht das natürlich weiter. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel mal habe, UD ist gleich 0,09 Millivolt, na, dann ist UA eben mal 100.000 schon 9 Volt. Und man sieht jetzt hier, wenn es nochmal weiter runter geht, UD ist gleich 0,08 Millivolt, dann habe ich UA gleich 8 Volt. Das heißt, nehmen wir mal an, ich habe hier 3, 6, 9, machen wir mal hier 0,09 Millivolt, dann hängt er hier immer noch oben, aber bei 0,08, da geht er also dann hier so runter. Also er geht wirklich hier, die Kennlinie geht hier runter. So, hier ist er noch in der Begrenzung. Hier geht er also runter. Bei UD 0 ist UA auch 0, ganz klar. Und hier geht er dann wieder
ins Negative. Also wenn die Differenz negativ ist, ist natürlich so, dass das auch nach unten geht. Ich zeichne jetzt nochmal die Ausgangsspannung ein. Also hier wäre dann meinetwegen 9 Volt. Wenn wir jetzt hier meinetwegen 0,06 haben, na, dann haben wir eben hier 6 Volt. Und bei 0,03 haben wir eben hier 3 Volt. 0,03, genau. Und diese Bereiche sind auch, haben auch Namen. Also das ist praktisch hier der Sättigungsbereich, die positive Sättigung. Sättigungsbereich. Und dieser Bereich, wo das hier gerade runter geht, ist der lineare Bereich. Lineare Bereich. Und hier unten ist natürlich auch wieder dann die negative Sättigung. Die Kennlinie, die man jetzt hier sieht, ist eine ideale Kennlinie. Also hier, das ist ideal. Denn real gesehen verlaufen die niemals durch einen Nullpunkt, sondern so ein Operationsverstärker hat einen sogenannten Offset, eine sogenannte Offset-Spannung. Und die verläuft dann eben, wie hier schon gekennzeichnet, ich mache das mal jetzt in Rot, hier, meinetwegen von hier rüber und dann eben bis hierhin. Und oftmals ist es so, dass die Operationsverstärker hier in dem oberen Bereich auch nicht die maximale Ausgangsspannung liefern können am Ausgang. Das heißt, also die Versorgungsspannung, also wenn die Versorgungsspannung 9 Volt ist, kann es durchaus sein, dass hier eben nur 8,5 Volt oder so rauskommen. Und diese Spannung, die jetzt hier ist, hier von da nach da, ist die Offset-Spannung. Offset. Ich habe meinen Operationsverstärker rausgesucht, und zwar den OPA 2626 von Texas Instrument. Der hat also eine typische Offset-Spannung von 0,1 Millivolt. Das wäre also ungefähr hier. Also ich habe den hier mal mit eingezeichnet. Der kann allerdings nur bis 6 Volt gehen. Das heißt, für diesen OPA 2626 wäre die Kennlinie so, in etwa so. Und dann geht er hier irgendwie rüber und endet hier bei 6 Volt, bei darf nur bis 6 Volt betrieben werden, dieser OPA 2626. Also so wäre jetzt praktisch die reale Kennlinie. Also das ist die reale Kennlinie. Es gibt jetzt zwei Dinge, die man hier vielleicht erkennen kann. Und zwar das erste ist, selbst wenn UD 0 ist, kann es durchaus sein, dass man hier eine Ausgangsspannung bekommt. Wenn man das nicht will, dann muss man einen sogenannten Offset-Abgleich durchführen. Das zweite ist, man kann sich jetzt diese hohe Spannungsverstärkung zunutze machen in einer realen Schaltung. Und diese Schaltung ist letztendlich der Komparator. Es gibt diverse Anwendungen für den Komparator, sei es als Aussteuerungsanzeige oder Batterie-Level-Anzeige. Ich habe hier mal 4 Schaltungen aufgezeichnet und ich werde die Schaltung auch gleich mal zeigen, wie sie real funktionieren. Ich möchte ganz gerne mal hier auf die erste mal eingehen, und zwar diese hier. Ich zoome da mal rein. Die ist eigentlich sehr einfach aufgebaut. Man sieht jetzt hier das Potentiometer, was hier dran hängt. Das hängt zwischen plus und minus 9 Volt. Das heißt, dieser Punkt kann eingestellt werden zwischen plus 9 Volt und minus 9 Volt. Der invertierende Eingang ist auf Ground. Das heißt, er vergleicht jetzt zu Ground. Das heißt, wenn hier auch nur ein bisschen mehr sozusagen als Ground vorhanden ist, also sage ich mal 1 Millivolt oder 5 Millivolt, dann geht er sofort in die positive Sättigung, das heißt, der Ausgang wird positiv und damit leuchtet dann diese Leuchtdiode. Und wenn eben dieser Punkt etwas weniger als Ground ist, also minus 1-2 Millivolt, dann wird das negativ, das heißt, es leuchtet dann diese Leuchtdiode. So wäre also hier diese Funktion dieser Komparatorschaltung. Hier ist eine andere Schaltung, die ist aber eigentlich ähnlich, nur dass dort der invertierende Eingang nicht auf Ground ist, sondern hier ist noch eine 10er-Diode drin. Das heißt, dieser Punkt ist hier, liegt bei 5,1 Volt. Das heißt, er vergleicht jetzt zu 5,1 Volt. Das heißt, wenn diese Spannung etwas über 5,1 Volt
beträgt, dann geht er hier auch wiederum in die positive Sättigung, sodass diese Leuchtdiode leuchtet. Die Schaltung hier auf der linken Seite habe ich hier mal auf dem Steckbrett aufgebaut. Das Potentiometer, da bin ich hier mit dem Multimeter dran, also an diesem Punkt hängt das Multimeter dran. Das zeigt gerade 9 Volt an, das heißt, der Schleifer hier vom Poti ist hier bei 9 Volt. Wenn hier 9 Volt sind und hier Ground, dann muss hier was Positives rauskommen, also die Leuchtdiode muss hier leuchten, in dem Fall ist es die weiße. Wenn ich jetzt also das Potentiometer runterdrehe und das Potential hier ist etwas weniger als Ground, also minus 0,1 Volt, dann müsste hier das sozusagen negativ runtergehen, das heißt, es müsste dann die blaue Leuchtdiode leuchten. Ich will das mal zeigen. Also ich drehe jetzt hier am Potentiometer und die Spannung am nicht invertierenden Eingang fällt ab und weiße Leuchtdiode leuchtet immer noch. Und wenn ich jetzt hier bei 0 ungefähr bin, ja, da sieht man Folgendes. Ich bin jetzt also hier im negativen Bereich, minus 300 Millivolt, und eigentlich müsste ja hier jetzt was Negatives rauskommen. Das heißt, die dürfte gar nicht mehr leuchten, aber sie leuchtet immer noch. Und die Frage ist, woran liegt es? Der Grund liegt darin, dass dieses Potential nicht ganz auf 0 bezogen wird, beziehungsweise auf das negative Maximum, und außerdem sind die Ströme, die hier durchfließen, zu groß. Das heißt, die beiden Widerstände, die 1 Kilo Ohm Widerstände, sind zu klein, und da werde ich jetzt mal zwei 10 Kilo Ohm Widerstände einbauen. Ich habe jetzt hier die Widerstände getauscht auf 10 Kilo Ohm jeweils, und wenn ich jetzt hier nochmal runterdrehe, man sieht, die Spannung ist immer noch positiv, also wenn ich jetzt hier runterdrehe auf negativ, man hat es schon gesehen, dann geht jetzt hier die blaue Leuchtdiode an und die weiße ist aus. Also immer darauf achten, wenn man so eine Konstellation hat mit Leuchtdioden meinetwegen und auch Widerständen, diese beiden Widerstände dürfen nicht zu klein werden, sonst funktioniert das Ganze nicht. Die zweite Schaltung hatte ja hier diese 5 Volt 10er Diode drin, das heißt, der Schaltpunkt liegt hier bei 5 Volt ungefähr. Und hier die gleiche Konstellation, also im Moment ist positiv, die weiße Leuchtdiode leuchtet, und wenn ich jetzt hier runter drehe, dann müsste er bei 5 Volt ungefähr umschalten. Ich drehe langsam runter. Jetzt, also 4,8 oder sowas war das jetzt eben. Und dann bleibt eben die blaue Leuchtdiode an bis zum Maximum negativ sozusagen. Also er schaltet hier bei 5 Volt um. Um das besser zu sehen, zeige ich das jetzt mal am Oszilloskop. Am Oszilloskop kann man ja viel besser die Umschaltpunkte erkennen. Und ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe die Schaltung ein bisschen geändert. Also das Potentiometer ist raus. Ich habe jetzt hier diesen Eingang mit dem anderen hier verbunden. Und hier speise ich ein sinusförmiges Signal ein. Die Leuchtdiode habe ich jetzt auch rausgenommen. Und ich messe jetzt praktisch dort und dort mal mit dem Oszilloskop die Ausgangsspannung. Und dann kann man sehr gut die Umschaltpunkte erkennen. Man sieht jetzt hier auf dem Oszilloskop das Sinus-Eingangssignal. Das ist hier irgendwie, wie groß ist das? 8 Volt, Spitze, Spitze. Es reicht also aus, um dort die Schaltpunkte auszulösen. Und man sieht jetzt hier auf dem Kanal, dass er hier genau bei 0 schaltet. Das ist praktisch die erste Schaltung, die ja zu Ground referenziert. Und wenn ich jetzt mal den zweiten Kanal hier einschalte und den dritten hier aus, den werde ich mal ausmachen, dann sieht man hier, ich habe es auch mit den Cursor mal festgelegt, die Schaltpunkte mit der 10er Diode sind hier oben. Also hier, wenn hier oben ist der Sinus, dann schaltet er ein. Wenn er hier wieder runter geht, schaltet er aus. Und die Punkte sind hier, das kann man, glaube ich, nicht so ganz gut erkennen, so bei 4,9 und 4,7 Volt. Also das ist auch etwas ungenau mit den Cursoren. Aber man sieht auf jeden Fall, dass hier um die 5 Volt wird hier ein- und ausgeschaltet. Bei der dritten Schaltung hier ist es so, dass ich zwei Komparatoren verwendet habe. Und zwar so, dass sie entgegengesetzt geschaltet werden. Also die gehen hier zusammen, also der nicht invertierende Eingang geht mit dem invertierenden Eingang des anderen Komparators zusammen, und hier ist eine Referenz eingestellt durch einen Spannungsteiler. In dem Fall haben wir hier oben plus 3,7 Volt und hier haben wir minus 6 Volt. Und das Verhalten der Schaltung ist so, wenn ich jetzt das Poti auf
Minus lege, dann habe ich ja hier minus 9 Volt, also ich habe dann hier minus 9 Volt. Minus 6 Volt ist allerdings größer. Das heißt, ich bekomme hier was Positives raus, also müsste die Leuchtdiode an sein. Wenn ich jetzt höher drehe und praktisch von minus 9 Volt höher drehe auf minus 5 Volt, dann liege ich genau zwischen diesen beiden Punkten und dann ist die Leuchtdiode aus. Die geht erst wieder an, wenn ich über plus 3,7 Volt gehe. Und das will ich mal zeigen hier mit dem Poti. Also im Moment ist die Leuchtdiode an und ich drehe jetzt langsam hoch. Ich habe jetzt das Multimeter nicht dran, aber man kann das, denke ich, mal ganz gut sehen. Jetzt ist die Leuchtdiode aus, das heißt, ich bin jetzt zwischen minus 6 Volt und plus 3,7 Volt und die Leuchtdiode geht erst wieder an, also ich drehe hier weiter, bis ich 3,7 Volt erreicht habe jetzt und somit funktioniert diese Schaltung eben auch so. Sie hat eben so ein, ja, sag ich mal, seltsames Verhalten, aber diese Schaltung, die findet man, also hier mit drei Widerständen und zwei Komparatoren, findet man auch in einem Bauteil wieder, nämlich dem NE555. Auf den komme ich später nochmal zurück. Jetzt aber hier nochmal das Bild mit dem Oszilloskop. Hier ist nun das Bild auf dem Oszilloskop zu sehen. Man hat wieder die Eingangsspannung sinusförmig und man sieht hier an dem ersten Cursor, er schaltet ein bei ungefähr minus 6,2 Volt und er schaltet aber dann aus wieder zu dem Punkt, wo das hier überschritten wird, also zwischen 6,2 Volt und wenn er dann höher geht, bis zu dem zweiten Punkt ungefähr 3,75 Volt, da ist er hier auf 0 und dann schaltet er wieder ein und der geht dann hier wieder zurück. Das heißt, er in dieser Zeit oder in diesem Spannungsbereich ist er ausgeschaltet. Sowas nennt man Fensterkomparator. So ein Fensterkomparator kann man dann einsetzen, wenn man zum Beispiel wissen will, ob eine bestimmte Spannung überschritten oder unterschritten wird oder ob man sehen will, wenn man zwischen einem Spannungsbereich sich befindet. Dazu kann man so einen Fensterkomparator verwenden. Die vierte und letzte Schaltung hier auf dem Blatt ist eigentlich eine Batterie-Level-Anzeige. Und zwar abgestimmt auf eine 9-Volt-Blockbatterie. Man sieht hier vier Komparatoren. Und die haben alle eine Referenz, nämlich hier zwischen diesem R10 und dem R11. Dieser Punkt A ist es hier. Ja, man sieht, die gehen hier alle zusammen. Und dieser Punkt A, der ist natürlich unterschiedlich je nach Batterielevel. Das heißt, ich habe das hier mal aufgeschrieben, wenn die Batterie voll ist, also über 9 Volt ist, dann habe ich hier an Punkt A 4,99 Volt. Das heißt, ich habe an jedem Komparator dann 4,99 Volt. Wenn die Batterie zum Beispiel nur 8,4 Volt hat, dann liegt die Spannung A bei 4,66 Volt an jedem Komparator. Und das wird verglichen dann mit einer festen Referenz. Die Referenz ist hier 5 Volt hier oben und wird dann auch wiederum runtergeteilt. Aber diese Punkte sind eben stabil. Das heißt, auch wenn jetzt die Batterie etwas schwächer ist, dass dann eben zum Beispiel nicht diese Leuchtdiode aufleuchtet, sondern meinetwegen nur diese drei. Und ich habe hier auch nochmal die Spannung aufgeschrieben, also die Referenz natürlich, oder dieser Spannungsteiler ist natürlich an die beiden Widerstände R10 und R11 angeglichen oder angepasst. Das heißt, ich habe hier eine Referenz 5 Volt, dann habe ich hier die Referenz 4,89 Volt, 4,78 Volt dort und 4,67 Volt dort. Und wenn man das jetzt hier vergleicht, das sind genau die gleichen Werte wie hier. Hier sind die Werte allerdings fest und hier sind die Werte an dem nicht invertierenden Eingang variabel je nach Batteriezustand. Das möchte ich gerne mal zeigen hier mit ein paar Batterien. Ich habe hier ein paar 9 Volt Blockbatterien und jetzt klemme ich die einfach mal ran. Die erste, man sieht alle Leuchtdioden leuchten, das heißt die Spannung der Batterie ist über 9 Volt. Die nächste, mal gucken, wie die ist. Ja, da leuchten nur noch 2, das heißt man befindet sich jetzt hier bei 8,6 in etwa, vielleicht auch ein bisschen mehr, je nachdem. Dann hier die dritte, da leuchtet gar nichts, wie man sieht. Das heißt, die Spannung ist hier unter 8,4 Volt. Wie sieht es hier aus mit der vierten? Da leuchten auch alle vier, das heißt, die ist voll. Wie sieht es hier mit diesen aus? Ich glaube, die sind alle leer, die müsste ich mal laden. Das sind Akkus, der ist leer, die ist leer und die wahrscheinlich auch. Ja, die ist auch leer. Also so kann man so ein kleines Batterietestgerät sich bauen.
Nach diesen praktischen Beispielen möchte ich mal auf die Unterschiede zwischen einem Operationsverstärker und einem Komparator als Bauteil gesehen eingehen. Es gibt also Bauteile, die speziell als Komparatoren entwickelt wurden. Das Symbol bei diesen Bauteilen ist genau das gleiche wie beim Operationsverstärker. Typische Beispiele von Komparatoren sind hier diese Urgesteine LM339 oder LM393. Die Komparatoren haben in der Regel einen Open-Collector-Ausgang oder einen Open-Drain-Ausgang und brauchen daher, um dort eine Spannung abgreifen zu können, immer einen Pull-Up-Widerstand. Ich habe das mal hier eingezeichnet auf der rechten Seite. Das ist jetzt hier ein 10 Kilo-Ohm-Widerstand. Also intern ist es hier bei dem LM393, er hat also hier einen Open-Collector-Ausgang. Das heißt, wenn jetzt das hier das IC sozusagen wäre, also hier ist der Komparator und hier ist dieser Transistor, der Ausgangstransistor, und da ist der Kollektor nicht beschaltet. Um hier ein Signal abgreifen zu können, muss also ein Pull-Up-Widerstand rein. Man kann auch Folgendes machen: Man kann beim Komparator auch direkt hier zum Beispiel so eine Leuchtdiode anschließen und damit dann sozusagen eine Last ranhängen. Die Komparatoren haben auch die Eigenschaft durch diesen Open-Collector, dass das Signal hier auf jeden Fall auf Ground gezogen wird mit ein paar Millivolt Rest, oder wenn der Transistor nicht durchsteuert, natürlich bis zur Versorgungsspannung reicht. Und daher sind Komparatoren immer ideal beim Einsatz zum Ansteuern zum Beispiel von Logikgattern. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich, selbst wenn der Komparator meinetwegen hier mit, weiß ich nicht, 9 Volt betrieben wird. Ja, also wenn jetzt hier zum Beispiel 9 Volt sind, plus 9 Volt und Ground, dann kann ich hier die Last durchaus mit 12 Volt betreiben. Das ist gar kein Problem in der Regel. Ich habe jetzt hier unten diese Schaltung mal auf dem Steckbrett aufgebaut. Hier. Und ich habe also drei Bauteile dort drauf. Den LM358, den TL082 und den LM393. Und ich werde jetzt mal anhand des Ausgangssignals gucken, was da der Unterschied ist. Als Eingangssignal wird ein Sinussignal verwendet und am Ausgang gucken wir uns jetzt mal die Schallzustände an. Man sieht jetzt hier auf dem Oszilloskop-Bildschirm hier das Eingangssignal, was aber erstmal unwichtig ist, und man sieht hier die drei Ausgangssignale. Und jetzt könnte man denken, das ist alles okay. Man sieht also hier die steigende Flanke, die ist ungefähr so bei ein paar hundert Millivolt, die fallende Flanke auch. Und das ist alles ganz gut, aber es gibt jetzt einen sehr gravierenden Unterschied, und den werde ich mal zeigen. Ich werde dazu Folgendes machen: Ich werde alle Kanäle mal übereinander legen. Alle Ausgangssignale sind jetzt übereinander gelegt, also hier unten ist die Nulllinie. Ich werde mal die Zeit hier dehnen, und jetzt sieht man ja einen erheblichen Unterschied. Und zwar geht es um Folgendes: Wir haben hier bei dem blauen Kanal im unteren Bereich, den sieht man hier kaum unten, haben wir sozusagen ein Offset von 125 Millivolt, und nach oben hin sind es 8 Volt. Ja, so blau. Ich schalte mal vielleicht die aus, die jetzt nicht benutzt werden. Also das blaue ist der LM358, also der geht wirklich auf Ground, und oben hat er 8 Volt. Allerdings ist es so, die Versorgungsspannung liegt bei 9 Volt. Das heißt, im oberen Bereich habe ich jetzt schon einen Verlust von 1 Volt. Der dritte Kanal, das ist der TL082. Hier sieht man auch schon, der hat also eine untere Spannung, die hier, also geht runter bis 1,24 Volt. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Und nach oben hin geht er bis 8,6 Volt. Allerdings hat man hier auch einen Verlust von 0,4 Volt im oberen Bereich. Und im unteren Bereich letztendlich einen Verlust von 1,24 Volt. Jetzt schalte ich mal den vierten Kanal ein. Das ist der Komparator LM393. Da sieht man, er geht auf 0, ein paar hundert Millivolt, und geht praktisch bis nach oben bis 9 Volt. Man sieht also, spannungsmäßig gibt es große Unterschiede zwischen einem Operationsverstärker, der als Komparator beschaltet ist, beziehungsweise einem Komparator als Bauteil. Ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ich werde mal die Frequenz ändern, die liegt derzeit bei 100 Hertz, und ich werde sie mal auf 10 Kilohertz erhöhen. Hier sieht man jetzt, dass ich die Frequenz auf 10 Kilohertz erhöht habe, und was man jetzt sieht, ist Folgendes:
Die blaue Kennlinie hier, oder die blaue Linie besser gesagt, das blaue Signal ist vom LM358. Der kommt eigentlich gar nicht mehr hinterher bei 10 kHz. Das ist also ziemlich schlecht. Ich schalte ihn mal aus. Die violette Linie, die geht noch so. Die hat aber auch schon, wenn man jetzt hier mal sich das genauer anguckt, hier schon Abweichungen, wie man sieht. Die grüne Linie hat auch Abweichung, das liegt aber jetzt an dem Signal, weil es so klein ist, aber sie geht wirklich von 0 bis Maximum hoch und ich werde jetzt nochmal die Frequenz erhöhen auf 100 kHz. Die Frequenz liegt jetzt bei mehr als 100 kHz, also 120 kHz ungefähr. Was man jetzt sieht, die blaue Linie, das ist der LM358, der kommt gar nicht mehr hinterher. Den kann man also bei so einer hohen Frequenz völlig vergessen. Der TL082 hat schon starke Verzögerung. Also er schaltet hier erst runter und dort geht er erst hoch. Der Komparator scheint auch noch gut zu schalten. Es gibt aber jetzt neben diesen Verzögerungen ein anderes Problem, denn selbst der Komparator schaltet nicht mehr in den Punkten, wie es vorher war. Also hier gerade beim Einschalten hat er doch starke Verzögerung. Er schaltet erst dort oben ein. Er müsste eigentlich so ungefähr bei 0 einschalten. Er schaltet aber erst bei 1,7 Volt ungefähr, also bei 2,29 Volt ungefähr ein. Und ausschalten tut er bei minus 1,7 Volt. Also da sind erhebliche Differenzen im Gegensatz zu einem langsam sich ändernden Signal. Wenn man also einen Komparator braucht, dann sollte man diese Eigenschaften sich hier immer wieder dran erinnern und dann bei der Auswahl des Komparators entsprechend den auswählen, der für die Schaltung auch geeignet ist. Zum Schluss möchte ich Ihnen nochmal zeigen, dass Komparatoren auch in ICs vorkommen. Ich hatte es ja schon mal angesprochen, NE555 ist so ein typisches Beispiel. Da sind zwei Komparatoren drin, die entgegengesetzt wirken, also als Fensterkomparator, und damit wird dann ein RS-Flipflop gesetzt oder zurückgesetzt. Ein weiteres Bauteil ist zum Beispiel ein Schaltregler hier unten. Da ist auch ein Komparator drin, der in dem Fall jetzt die Frequenz hier von 52 kHz vom Oszillator vergleicht mit dem, was er hier als Feedback zurückgibt und dann entsprechend hier den Transistor steuert und so weiter. Und ein drittes Bauteil, was sicherlich auch sehr interessant ist, ist der LM3914 oder 3915. Das ist ein IC für eine Aussteuerungsanzeige. Und da sind auch, wie man hier sieht, lauter Komparatoren drin, auch mit einer Referenz hier. Und hier sogar nochmal ein Verstärker dazwischen. Das, was ich ja bei der Batterieanzeige auch ein bisschen gezeigt hatte. Also dieses Bauteil kann man sich durchaus mal anschaffen. Kostet, glaube ich, 1,90 bei Reichelt. Da sieht man also, dass Komparatoren eben sehr oft in verschiedensten ICs auch vorkommen. Ja, das war nun der erste Teil hier zum Thema Operationsverstärker. Im zweiten Teil werde ich ja, wie gesagt, den Operationsverstärker mit einer Gegenkopplung beaufschlagen sozusagen, und bis dahin wünsche ich weiterhin viel Spaß und tschüss.